Was ehrt Gott denn an mir? Das ist eine Frage, die du dir selber besser nicht beantworten kannst. Ja, das ist schon mal ein guter Start. Diese Frage sollte man sich am besten nicht selber beantworten. Das sollen andere entscheiden, die selbst oder nicht für sich beantworten. Ne? Aber ich glaube, dass die Bibel auch eine Antwort einfach darauf hat. Wie soll ich sagen, ist falsches Wort. Eine allgemeine Antwort ist das falsche Wort. Ich glaube einfach, es gibt nicht nur einen Grund für unser Dasein, sondern der Inhalt dieses Grundes hat was mit Gott zu tun. Also der Grund meines Daseins hat was mit Gott zu tun. Und ich glaube, darin finde ich dann auch die Erkenntnis, was Ehre ist, was... Und wir haben eben schon gehört, dass es nicht unbedingt ein filigranes Gitarrenspiel ist oder andere Dinge und auch nicht schöne Lobpreislieder oder sonstige Dinge. Das wissen wir natürlich alles. Aber die eigene Überführung ist ja genau das, worum es jetzt gerade geht. Wann werde ich überführt? Wann? Eben hat mir irgendeiner was erzählt oder ihr habt eben was erzählt. Man fühlt sich überführt mit dem Meiner, mich, mir und. Naja, ich stelle mir die Frage an sich, zu Gottes Ehre will ich leben. Dann frage ich mich ja, was ehrt Gott denn an mir? Ja, das ist schon mal ein guter Start. Diese Frage sollte man sich am besten nicht selber beantworten. Das sollen andere entscheiden, die selbst oder nicht für sich beantworten. Ne? Aber ich glaube, dass die Bibel auch eine Antwort einfach darauf hat. Wie soll ich sagen, ist falsches Wort. Eine allgemeine Antwort ist das falsche Wort. Ich glaube einfach, es gibt nicht nur einen Grund